Lieber Herr Professor Gündisch, lieber Herr Professor Fabricius, liebe Gemeinde der Siebenbürger Sachsen, verehrte Festgäste. Aufwendig bestickte Trachten, mitreißende Volkslieder und Volkstänze, Traditionen wie das Kronenfest, deftige Köstlichkeiten wie Krautwickel und Kuttelsuppe, der eigene Dialekt und natürlich Peter Maffay. Die Siebenbürger Sachsen sind in vielerlei Hinsicht hörbar und sichtbar präsent im gesellschaftlichen Leben Deutschlands. Ihr kulturelles Erbe ist dank einer ebenso vielfältigen wie engagierten Kultur- und Brauchtumspflege quicklebendig. Dazu wird künftig noch mehr als bisher das Siebenbürgische Kultur- und Begegnungszentrum Schloss Horneck beitragen, das heute nach dreijähriger Umbauzeit endlich offiziell seine Pforten öffnet. Hier werden im Siebenbürgischen Museum und im Siebenbürgen-Institut die jahrhundertealte Kultur und die wechselvolle Geschichte der Siebenbürger Sachsen so anschaulich wie nirgendwo sonst in Deutschland. Als internationaler Ort der Begegnung bietet es darüber hinaus auch dem grenzüberschreitenden Kulturaustausch eine Bühne und eröffnet damit neue Perspektiven auf die deutsche und auf die europäische Identität, in der das kulturelle Erbe der Siebenbürger Sachsen so intensiv weiterlebt. Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa zu bewahren, zu erforschen und zu vermitteln, so wie es § 96 des Bundesvertriebenengesetzes vorgibt, ist ja fester Bestandteil der Politik der Bundesregierung und mir auch ganz persönlich ein echtes Anliegen. Deshalb haben wir die Mittel dafür immer wieder deutlich erhöht und deshalb freue ich mich natürlich sehr, dass wir nach vielen Jahren der quasi institutionellen Förderung des Siebenbürgischen Museums auch den Ausbau von Schloss Horneck finanziell unterstützen konnten. Zusammen mit dem sehr engagierten Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck, dem Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg und nicht zuletzt natürlich auch dank zahlreicher großzügiger Spenderinnen und Spenden. Dieses breite Unterstützungsengagement zeigt, Schloss Horneck steht nicht nur baulich auf einem sehr soliden Fundament. Die zentrale kulturelle Einrichtung der Siebenbürger Sachsen in Deutschland wird getragen von großer Wertschätzung für das vielfältige Kulturerbe Siebenbürgens und für die Verdienste der Deutschen aus Rumänien um kulturelle Vermittlung und Verständigung in einem geeinten Europa. Dazu, da bin ich sicher, wird dieser internationale Begegnungsort beitragen, dem ich viel Erfolg und natürlich erst nach Eindämmung der Corona-Pandemie auch ein volles Haus für seine Ausstellungen und Veranstaltungen wünsche. Um es mit einem der Sinnsprüche zu sagen, die man in Siebenbürgen vielerorts noch immer auf den Häusergiebeln liest: Ein Haus zu bauen braucht Geschick. Ein Haus zu haben ist ein Glück. Drin glücklich leben, ein Meisterstück. Möge den Siebenbürger Sachsen dieses Meisterstück gelingen. Alles Gute für das Kulturzentrum Schloss Horneck.